Hallo Reiterkollegen, ich freue mich, euch wieder auf unserem YouTube-Kanal der Online-Reitschule Riding Academy bei Wolfgang Rust begrüßen zu dürfen. Heute sitze ich auf Roy, unser Déjà-vu. Er hatte ja den Sehnenschaden mit der tiefen Beugesehne. Ihr kennt ihn auch aus dem Video mit dem Führen. In diesem Video gehen wir darauf ein, wie wir Pferde nach Verletzungen aufbauen können. In diesem Fall Sehnenverletzung der tiefen Beugesehne. Ich werde euch hier jedoch eine Playlist machen, wo wir auf Gesundheitsfragen beim Pferd eingehen. Wir können da reinnehmen Impfungen. Wie darf ich mein Pferd nach der Impfung arbeiten? Muss das Pferd stehen bleiben? Wir können da auch dazu nehmen Hufschmied nach dem Beschlag, Entwurmung. Also alles, was euch interessiert. Ihr könnt mir hier bitte wieder Kommentare dazu schreiben und ich werde das dann natürlich immer erst in Absprache mit Tierärzten, eine Meinung, die sich aus allen zusammenschließt, werde ich euch hier dann posten bzw. mit Videos mitteilen. Zu dem heutigen Video grundsätzlich, ich möchte hier eine leichte Struktur reinbringen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwei Verletzungen. Das eine sind Sehnenverletzungen, das andere sind Knochen und Gelenke. Nun betrifft es uns ja, denn ihr habt ja einen Tierarzt, sonst wüsstet ihr das ja gar nicht, dass die Verletzung da ist. Dieser Tierarzt sollte immer Vorrang haben für eure weitere Behandlung bzw. wie ihr mit den Pferden den Aufbau betreibt. Allgemeingültig kann ich euch hier die Anleitung geben, wenn ihr ein Pferd mit Sehnenverletzung habt, dann solltet ihr diese Pferde immer auf einem härteren Boden wieder aufbauen. Und wenn ihr Pferde mit Knochenverletzungen bzw. Gelenksverletzungen habt, irgendwelche Prellungen, dann auf weicherem Boden. Und hier spreche ich nicht von tiefem Boden, das ist immer schlecht. Wenn der Boden zu tief ist, dann entstehen erst recht Verletzungen. Das heißt, ein harter Boden muss nicht unbedingt Asphalt sein. Das kann irgendein Boden sein, der halt noch ein bisschen federt, so wie unser Boden hier in der Reithalle oder auch draußen am Platz. Hier könnten wir jede Art der Verletzung auftrainieren, wenn wir es zum Beispiel an Stellen wie der Hufschlag, der immer in jeder Bahn etwas härter ist, weil da viel mehr geritten wird, der Boden ist mehr verdichtet, dann kann man da bei Böden, wie wir sie hier haben, das ist ein Sand-Fließgemisch, da kann man alles aufbauen. Das ist mal grundsätzlich. Also von hartem Boden spreche ich ja nicht immer nur vom Asphalt. Ein weicher Boden heißt, der weiche Boden soll immer noch griffig sein. Wenn die Pferde in einem tiefen Boden auffußen und rutschen, sie gleiten so weg, dann ist da die Verletzungsgefahr noch einmal höher. Also auf keinen Fall jetzt denken, ja, der hat eine Knochenverletzung, der hat irgendeine Prellung, Gelenksprellung. Ich muss mit dem in einem weichen Boden und deshalb reite ich in einem Boden, wo das Pferd einsinkt. Das ist auf alle Fälle schlecht. Weich heißt nichts anderes, als der Boden federt leicht. Was ich euch hier nicht empfehle, und da sind wir jetzt wieder beim Führen, wenn ihr mit Pferden, die Schritt geführt werden müssen, rausgeht ins Gelände. Das ist ein anderes Thema, das haben wir bereits. Ihr könnt natürlich eure Meinung vertreten, ihr könnt euch auch auf die Leute verlassen, denen ihr vertraut. Wenn das jedoch halfter ins Gelände gehen ist, dann würde ich es jedoch überdenken. Eure Sache hat mit mir nichts zu tun. Ich hoffe auch für euch, dass es mit mir dann nichts zu tun haben wird. Das nächste Thema, wenn wir nun ein Pferd aufbauen, zum Beispiel beim Roy, der hat die Verletzung, er wurde dann angespritzt, das heißt, da wird eine Entzündung reingespritzt, damit die Sehne besser durchblutet. Warum ist das so eine langwierige Geschichte, wie bei Roy jetzt ein Jahr, im Dezember war es ein Jahr, dass er die Verletzung hatte? Sehnen sind ganz, ganz schlecht durchblutet. Und hier sprechen wir von der tiefen Beugesehne, von der oberflächlichen Beugesehne. Der Fesselträger unterscheidet sich ein bisschen von den restlichen Sehnen. Und zwar aus dem Grund, weil da auch Muskelfasern dabei sind und deshalb regeneriert der etwas schneller. Darauf möchte ich jetzt jedoch nicht eingehen, sondern hier zählt für uns, wenn wir mit Pferden den Aufbau betreiben, dann muss uns klar sein, dass Sehnen ganz, ganz schlecht durchblutet sind. Darum heilen sie auch viel schlechter. Überall, wo eine Durchblutung stattfindet, ist die Heilung natürlich auch viel schneller, geht die auch viel schneller vonstatten.
Wenn wir jetzt mit den Pferden beginnen, mit dem Schritt reiten zum Beispiel, so wie es bei uns in der Halle ist oder auch draußen geritten, wenn es geht, dann haben wir die Möglichkeit, gerade Linien zu reiten. Bei den Wendungen, das ist ganz wichtig, immer abrunden. So groß wie möglich die Wendungen reiten. Das heißt, wenn ich hier jetzt geradeaus reite und ich habe eine 20 Meter breite Halle, dann reite ich einen Zirkel, eine große Tour. Das heißt, beim Zirkelpunkt beginne ich mit der Wendung und das reite ich schön rund durch. Dann ist das Pferd nicht so stark belastet, wenn ich in eine Ecke reinreite. Das muss euch ganz klar sein. Also hier immer wichtig, wenn ihr mit dem Aufbau beginnt, im Schritt, beim Schrittreiten, immer die Ecken abrunden. Wichtig sind die geraden Linien. Dann habt ihr den Aufbau und je nachdem, bei Roy war es jetzt wirklich ein Jahr, ich habe ihn dann im Jänner ein bisschen angefangen mit Traben, jedoch wirklich zu traben begonnen habe ich dann erst im Februar, also ich habe ihm etwas mehr als ein Jahr Zeit gegeben und nun war der Aufbau. Der Aufbau war mit einer langen Seite traben, dann, so habe ich es gemacht, ihr könnt es machen, wie ihr dann glaubt, lange Seite Trab, eine korrekte Schrittparade. Meine Tierärztin hat gesagt, ihr ist es fast lieber, die Leute reiten dann eine ganz abgerundete Ecke, damit sie nicht auf der Vorhand durchparieren, sondern hat das Pferd jedes Mal Trab, dann kommt er ins Gehen und auf einmal bremsen sie auf der Vorhand ab. Das wäre ganz schlecht, da ist es besser, ihr lasst die Pferde zu Beginn eine Runde links herumlaufen, dann Schritt, Hand wechseln, eine Runde rechts herum. Das macht ihr dann mal für eine Woche, je nachdem, wie gut das Pferd es auch verträgt. Das heißt, dann könnt ihr, das macht ihr auch mit eurem Tierarzt aus, ihr beginnt den Aufbau, dann macht ihr nach 3-4 Wochen noch einmal eine Kontrolle. Und da kann euch der Tierarzt dann schon sagen, okay, die Arbeit, der Aufbau passt. Das heißt, wenn ihr da zum Beispiel lange Seite, jetzt gehen wir von mir aus, lange Seite, Schrittparade, die kurze Seite im Schritt, dann an der langen Seite wieder antraben, wieder Schritt, dann habe ich Diagonale im Schritt und dann nochmal lange Seite, Schritt, die kurze Seite im Schritt und dann wieder lange Seite. Dann habe ich 4 lange Seiten im Trab geritten, die kurzen Seiten im Schritt. Das mache ich dann für 2 Wochen. Dann kann ich es erhöhen, dann nehme ich eine lange Seite dazu. Das heißt, so baue ich es, das mache ich jetzt für mich, baue ich es so lang auf, bis ich dann soweit bin, dass ich sage, ich kann mit dem Pferd jetzt bereits eine Runde traben, dann mit Roy bin ich jetzt bei, je nachdem, jetzt habe ich wieder ein bisschen runtergeschalten, ich trabe jetzt mit ihm 3-mal die ganze Runde, dann mache ich Schritt, gehe auf die andere Hand und reite 3-mal herum. Das heißt, das wären quasi 6 lange Seiten, wenn die kurzen mitgetrabt und dann auf der anderen Hand auch nochmal. Und wenn wir dann so weit sind, dass wir sagen, wir haben den Aufbau, wir hatten jetzt gerade die Kontrolle wieder, wir haben den Aufbau jetzt schon ein bisschen erhöht, dann empfehle ich immer wieder eine Kontrolle. Jedoch, der Tierarzt kann ja nur etwas kontrollieren, wenn ihr auch etwas macht. Das ist ganz wichtig. Einen Tierarzt zur Kontrolle holen, wo ihr gar nichts verändert habt, was soll er denn dann kontrollieren? Also belastet die Pferde mit einem System, alle 2 Wochen steigern. Wenn ihr dann in einer Steigerungsphase drin seid und die Pferde halten das aus, wir reden ja hier von einem Jahr Schritt oder halben Jahr Schritt, dann beginnt ihr mit Steigern. Deswegen empfehle ich, die ersten 2 Wochen gleich bleiben, dann wieder 2 Wochen und dann erst wieder steigern. Und dann, wenn ihr drinnen seid, könnt ihr jede Woche etwas mehr steigern. Das heißt, ich bin jetzt bei Roy mit wöchentlichen Steigern. Und so kommen wir dann natürlich immer etwas weiter, dann hole ich mir wieder eine Kontrolle und so haben wir die Möglichkeit, ihn an die Belastung wieder heranzuführen. Was auch noch interessant ist, wenn ihr jetzt Schritt geritten seid und ihr beginnt mit dem Traben, dann immer zuerst die Pferde Schritt reiten, zum Beispiel eine halbe Stunde und am Ende dieser halben Stunde trabt ihr die Pferde diese lange Seite, Schritt, lange Seite oder eine ganze Runde und dann mit abgerundeten Ecken und dann wieder Schluss. Also immer lang Schritt reiten, bevor ihr trabt, damit das Pferd wirklich warm ist. Ganz wichtig.
Und noch eine interessante Sache ist, wie oft in der Woche soll ich das machen? Und hier, wenn ein Pferd im Aufbau ist, könnt ihr es wirklich täglich machen. Da braucht ihr keine Pause machen, das könnt ihr täglich machen, weil das Pferd ja auch täglich bewegt werden muss. Und wenn ich dann sage, naja, ich baue den jetzt auf, dann kann ich auch täglich die zwei langen Seiten, linke Hand und rechte Hand, reiten. Wenn ich dann weiter bin, kann ich natürlich auch schon sagen, wenn ich dann schon mehr mache, jetzt gebe ich meinem Pferd auch wieder eine Pause, weil er ja schon in einer Belastung ist. Das ist jedoch dann erst, wenn die Pferde schon wieder wirklich mehr arbeiten, dass sie auch eine Erholung bräuchten. Solange es keine Erholungsphase ist, im Sinne von, ja, der hat jetzt eine Belastung, jetzt muss er sich erholen, sondern da ist ja nur Schritt mit lange Seite Trab und vielleicht die andere Hand noch, also da brauchen Sie keine Erholung, das könnt ihr täglich machen. Ich zeige euch nun in dieser Arbeit, wie wir mit den Pferden beginnen. Das heißt, wenn ich mit dem Pferd jetzt im Schritt reite, dann ist es immer für mich so, hier wende ich ab. Ich reite nicht in die Ecke rein, sondern wirklich hier, dass ich da circa beim Zirkelpunkt wieder ankomme, dann lasse ich ihn Schritt gehen. Was wir hier üben können, auch beim Schrittreiten mit Pferden, das ist nicht einfach nur drauf sitzen und die Pferde irgendwie gehen lassen, sondern auch hier kann ich ein bisschen mit Pferden arbeiten, im Sinne von, ich übe die Verbindung zum Pferdemaul halten, ich übe tief sitzen, mein Bein korrekt dran. Gerade wenn ich lang Schritt reiten muss, habe ich Zeit, am Reiten zu arbeiten. Hier wieder dieses Abrunden. Ich bin jetzt mit Roy schon ein bisschen Schritt gegangen, das heißt, ich kann euch jetzt das Traben zeigen. Angenommen, wir sind jetzt ganz frisch am Antraben nach der Verletzung, dann wäre das hier, wo er gerade ist, der Moment, wo ich antrabe. Jetzt trabe ich eine lange Seite. Ganz locker geradeaus. Und wichtig ist hier wieder korrekte Schrittparade und die Ecke wieder abrunden. Ihr müsst euch immer merken, wir wollen die Belastung von den Sehnen so gering wie möglich halten und trotzdem ein bisschen eine Belastung reinbringen, damit das Pferd einen Aufbau hat. Hier wieder. Gerade machen, lostraben. Ob ihr am rechten oder linken Bein leicht trabt, ist vollkommen egal. Wichtig ist dann nur auf der anderen Hand das andere Bein. Und hier wieder, korrekte Schrittparade. Nun habe ich die Möglichkeit zum Handwechseln. Und dann kann ich, wenn ich Hand wechsle, das Gleiche auf der anderen Hand machen. Hier habe ich natürlich auch wieder, ich kann alles üben, während ich mit dem Pferd hier im Schritt reite. Ich kann ihn mal etwas vorwärts, abwärts reiten, kontrollieren, ob das Pferd dabei aktiv bleibt, ob er rittig ist, ob er sich der Hand nachdehnt, kann den Zügel wieder aufnehmen. Also nicht nur Schritt reiten im Sinne von, ich lasse das Pferd einfach Schritt gehen, sondern ruhig ein bisschen ausbilden. Diese Zeit, in der das Pferd Schritt geht, ist natürlich eine Zeit, wo die Muskulatur verloren geht, so wie bei Roy. Das war ein sehr muskulöses Pferd. Nun ist er eher ein Klappergestell. Ich blende euch dann Fotos ein, wie er jetzt aussieht. Und ihr kennt Roy von dem Video mit dem perfekten Sitz oder mit dem korrekten Sitz. Da hat er ganz anders ausgesehen als jetzt. Hier wieder die lange Seite traben. Ganz locker. Und immer dieses leichte Vor am Schenkel. Nun verkürzen, die Wendung, abrunden und wieder gerade vor. Sollte sich jetzt jemand fragen, woher er die Verletzung hat, ich habe keine Ahnung, vermutlich am Paddock, wie auch immer. Es geht für uns ja nur darum, was wir machen, damit sie wieder gesund werden. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Aufbau, wo ich sage, das ist das erste Mal wieder traben nach der Schrittphase. Das wäre es schon wieder. Diese Lektion, diese Übung mit den zwei langen Seiten, würde ich jetzt 2 Wochen lang machen, dann würde ich es steigern. Wenn jetzt euer Tierarzt sagt, ihr könnt es früher steigern, ihr müsst das nicht so machen, auch gut, dann haltet euch ruhig dran, was der Tierarzt sagt. Ich bin jemand, der den Pferden mehr Zeit gibt, immer so ein bisschen mehr die Zeit lässt, sich anzupassen an die Belastung.
Mit Reue bin ich jetzt schon weiter. Das heißt, ich habe nun schon begonnen durchzutraben. Ich zeige euch jetzt auch das Durchtraben noch einmal, damit ihr auch hier ein Bild im Kopf habt. Das heißt, ich beginne nun hier bei A, runde die Ecke ab wie einen Zirkel und lasse ihn jetzt ganz locker gerade gehen. Angenommen, ich bin jetzt schon, oder wir machen die zwei langen Seiten, wo ihr nicht durchparieren möchtet, hier wiederum wie einen Zirkel anlegen, am Zirkelpunkt wieder geradeaus. Wenn ihr es so machen möchtet, dann habt ihr bei A die linke Hand fertig. Was wichtig ist, ihr müsst halt immer daran denken, das Pferd soll am Hinterbein gehen. Das ist für uns das Allerwichtigste. Wenn ihr da jetzt denkt, ja, das Pferd hat jetzt lange keine Belastung gehabt, ich lasse ihn nur vorwärts, abwärts traben, muss euch klar sein, jetzt ist er vorne verletzt gewesen, hat keine Belastung, jetzt bauen wir ihn auf und lassen ihn noch mal mehr vorne drauf, dann ist das Problem, dass die Pferde natürlich eine Überforderung auf den Vorderbeinen wieder haben. Also wenn ihr die Trabarbeit macht, kann ich euch nur nahelegen, dass ihr die Pferde so arbeitet, dass sie auch am Hinterbein die Last aufnehmen können und sich vorne in der thorakalen Muskelschlinge etwas entlasten. Das ist ganz wichtig. Nun auf der anderen Hand. Vorher haben wir bei A begonnen, jetzt bei C. Das heißt, hier wieder die erste lange Seite. Abrunden, beim Zirkelpunkt beginnen, wie einen Zirkel. Und immer noch diese leichte Tendenz nach vorne, gerade machen. Und auch Roy hat dann ab und zu mal seinen Anflug, wo er mal springt, wo er sich aufzieht. Alles gut, mit dem müssen wir umgehen lernen. Hier wieder aufnehmen, verkürzen und die Schrittparade. Woran ihr auf alle Fälle denken solltet, ist, die Pferde, die eine Verletzung an den Vorderbeinen haben, dürfen nur einfach geritten werden. Das heißt, gerade Linien. Wenn ihr dann so weit seid wie wir mit Roy, dass wir jetzt schon mehr im Aufbau sind, kann ich natürlich am Zirkel reiten, da ist das alles kein Thema mehr, in den Ecken mache ich es ja auch. Achtet ihr doch darauf, beim Aufbau selbst dürft ihr nur, da sind ja die Wendungen nur, weil ihr nicht ewig gerade ausreiten könnt. Das Ziel ist das gerade Ausreiten. Die Wendungen sind einfach ein notwendiges Übel. Wir müssen ja irgendwie auf die andere Hand. Wir können nicht ewig, außer ihr habt die Möglichkeit, ewig geradeaus zu reiten. Also, am Zirkel reiten wir erst dann, wenn die Pferde schon weiter aufgebaut sind. Und was ihr auf keinen Fall machen dürft, sind Seitengänge. Wenn euch fad wird, Schenkel weichen, lasst das. Das ist eine Belastung, das halten die Sehnen im Aufbau nicht aus. Die Zeit, die ihr euch im Aufbau nehmt, die kriegt ihr von den Pferden wieder zurück. Die Sehnen sind so schlecht durchblutet, die brauchen extrem lang, um sich wieder zu erholen. Es gibt ja auch verschiedene Sehnenverletzungen mit Riss, mit Läsionen. Das ist alles eine Tierarztgeschichte, wo ihr euch vom Tierarzt wirklich eine klare Anleitung holen müsst. Die sollen euch sagen, wie lange ihr euch Zeit lassen sollt. Und dann könnt ihr genau nach diesem Schema aufbauen. Das heißt, da habt ihr dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich weiß jetzt, die lange Seite ist wichtig, eine korrekte Schrittparade. Oder ihr sagt, ah, ich kriege das mit der Schrittparade nicht so hin. Auch egal, dann reitet einmal herum, jedoch immer von der langen Seite zur nächsten einen halben Zirkel. Ganz wichtig. Wenn ihr dann Schritt macht, Hand wechselt, das gleiche auf der anderen Hand. Ich wiederhole es hier nochmal, diese 14 Tage, lasst den Pferden ruhig ein bisschen länger Zeit, als die Tierärzte sagen. Dann steigern, wenn ihr dann wieder gesteigert habt, dann könnt ihr wöchentlich steigern. Wenn nach dem Feedback vom Tierarzt das okay geht, dann weiter steigern und weiter steigern. Und immer jede Woche etwas dazu machen, dann irgendwann
bevor ihr zum Galoppieren beginnt, da sind wir mit Roy auch noch nicht. Wiederum Tierarztcheck, passt das jetzt, wie sieht die Sehne aus, der soll das noch einmal schallen, der soll sich das noch einmal ansehen und wenn ihr dann das okay kriegt, dann beginnt ihr mit einer langen Seite im Galopp dazu. Oder auch wiederum eine Runde, wenn ihr das Durchparieren nicht möchtet. Der Galopp durch den Zirkel, also am Zirkel da oben, ist dann weniger Problem als im Trab zu Beginn nach der Schrittphase. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wenn die Pferde im Trab aufgebaut sind, im Galopp könnt ihr dann ruhig gleich mal die eine Runde reiten. Alles okay, das ist dann nicht mehr so gravierend. Ich hoffe, mit diesem Video kann ich euch mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt geben, jeden, der eine Verletzung hat. Warum das mit weichen Böden und harten Böden ist, ist, glaube ich, auch logisch. Wenn jemand eine Gelenksprellung hat, eine Hufbeinprellung, klar sollen die Pferde nicht am harten Boden gehen, denn das prellt ja jedes Mal, das tut ja weh. Wenn ein Pferd eine Sehnenverletzung hat und der würde ständig irgendwo, wo es weich ist, umkippen, reinrutschen, die Hufe schwimmen so hin und her. Wenn der Boden nicht wirklich griffig ist, dann muss das alles das Sehnensystem abfangen. Und das ist für Pferde natürlich ein Wahnsinn. Darum harte Böden, weiche Böden. Dennoch nicht ganz dieses letzte Jahr, ein harter Boden ist Asphalt. Nein, ein harter Boden ist ein griffiger Boden, wo die Pferde wirklich, wenn sie drauftreten, stabil stehen. Dann sprechen wir schon von einem harten Boden im Sinne des Aufbaus von Pferden. Also wenn ihr jetzt sagt, mein Pferd ist draußen unmöglich zu führen oder Schritt zu reiten, dann überlasse ich das eurem Menschenverstand. Wenn ich sage, ich gehe mit dem Pferd raus am harten Boden, wo der jedoch buckelt, springt, was ist mehr Belastung? Drinnen auf einem Boden, der nicht ganz so hart ist wie Asphalt, ein bisschen federt, so wie unserer, dafür geht das Pferd so wie Roy. Oder ich gehe jetzt raus am Asphalt und dafür steigt er, buckelt er und springt herum und hat eine immense Belastung für seine Sehne. Das überlasse ich euch. In diesem Sinne, wir werden in dieser Playlist, wie gesagt, vorne habt ihr immer in der Startseite von der Riding Academy oben diese Playlist. Das wird eine eigene Playlist für Gesundheitsfragen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie genau nenne. Da ist der Aufbau drin, da gebe ich euch dann auch wirklich diese Impfungen und alles rein. Auch dieses Thema Herpes kann man da reinnehmen. Und ich mache das nicht, weil ich der Schlaumeier bin, sondern immer in Absprache mit Tierärzten. Und das ist ja auch das Gleiche, wenn ich ein Gutachten mache, dann hole ich mir auch kompetente Tierärzte, die mir da Informationen geben und die schreibe ich in ein Gutachten. Auch nichts anderes als das, was ich hier mache. Wenn ihr die Videos sehen möchtet, abonniert den Kanal. Ihr kriegt gratis Videos. Und all jene, das hat sich ja mittlerweile schon herauskristallisiert, die mehr lernen möchten, die unseren Kanal unterstützen möchten, damit der Kanal auch viel länger, also sehr lange erhalten bleibt, die können Mitglieder werden und da bedanke ich mich für eure Unterstützung. In diesem Sinne, viel Spaß mit euren Pferden und beim Aufbau bzw. beim Lernen. Bis zum nächsten Mal.